Guten Morgen, meine Lieben. So, heute haben wir wieder mal ein Spontan-Orakel und schauen mal, auf welches Thema wir hier hingewiesen werden sollten. Ich habe diesmal so ein bisschen aus dem Engelbereich jeweils eine Karte werde ich daraus ziehen. Und zwar haben wir einmal die Antworten der Engel, dann haben wir die Seelenengel, dann haben wir die Seelenbotschaften und das Seelenreich. So, und da ziehe ich jeweils eine Karte, die wir uns dann anschauen werden aus allen Bereichen, aus den eben genannten. Und dann werde ich eventuell mal schauen, dass wir vielleicht noch eine kurze Neunerlegung dazu nehmen. Ja, ihr Lieben, auch dieses ist natürlich wie meine sonstigen Orakel immer eine allgemeine Legung. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das merkt ihr ziemlich schnell, wenn ihr in die Erklärungen meinerseits reinhört. Und dann könnt ihr entscheiden, ob das für euch bestimmt ist oder auch nicht. Ja, ansonsten bleibt mir auch heute nur ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch für die wirklich immer mehr auftretenden netten Kommentare, also eure Reaktionen. Für jeden Daumen hoch nach wie vor und natürlich auch für das Abonnieren, das heißt das Betätigen des Glöckchens, womit ihr ein kostenloses Abo bei mir abschließt auf meinem Kanal und den Vorteil habt über neu hochgeladene, oh, das waren zwei, die muss ich jetzt auch nehmen, über neu hochgeladene Orakel sofort informiert zu werden. Also wie gesagt, nochmals meinen aufrichtigen Dank für jede Art eurer Anerkennung. Und auf los geht's los. Die Antworten der Engel. Kompromiss. Na mal schauen, wo sollen wir einen Kompromiss eingehen? Die Seelenengelbotschaft, Engel der Entscheidung. Die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, ist dein höchstes Privileg. Na, da ist eine Menge Wahres dran. Das heißt also, auch wenn du einen Kompromiss vielleicht noch eingehst, um jemandem anderen es auch noch recht zu machen, solltest du trotzdem deine Entscheidungen so treffen, wie es für dich richtig ist und wie es für dich eigentlich auch vordergründig ist. Und die Seelenbotschaften sagen, Liebe, die Liebe wartet auf dich. Schau genau hin und erkenne sie in deinem Leben. Die Liebe bezieht sich aber nicht nur auf die partnerschaftliche Liebe. Es gibt viele Dinge, die man im Leben lieb gewinnt oder die man vielleicht sogar liebt. Viele Menschen lieben ihre Tiere. Also schaut, welche Liebe hier auf euch wartet. Und seht, was da für euch in eurem Leben an Liebe wichtig ist. So, und aus dem Seelenreich haben wir diese zwei wunderschönen Karten bekommen. Und zwar eine wundervolle Überraschung. Etwas ganz Neues wartet auf dich. Du verzauberst durch dein Sein. Magie fließt hell und strahlend in dir. Also, wenn ihr euch erinnert, war in der Wochenlegung wirklich von ganz viel Neuanfang, Veränderung,
emotionale, materielle Fülle, schicksalhafte Veränderungen die Rede. Und wenn man das jetzt, die Karte, die unbedingt raus wollte, jetzt wirklich sich noch anschaut, dann ist das für mich eine Unterstreichung der Wochenorakel-Aussage. Eine wundervolle Überraschung. Etwas ganz Neues wartet auf dich. Und das Ganze ist hier im Grunde genommen noch mit dargestellt. Du verzauberst durch dein Sein, egal was jetzt kommen wird. Und wir hatten da auch Kummer mit drin, auch Streit. Aber du gewinnst auf ganzer Linie. Du gewinnst, weil du in der Lage bist, Menschen in deinen Bann zu ziehen. Du kannst in gewisser Weise verzaubern. Und das ist etwas, was dir vom Universum geschenkt wurde. Und hier eigentlich durch diese Karten wirklich nochmal durch alle fünf Karten in dem Fall unterstrichen wurde. Nämlich deine Entscheidungen zu treffen. Auch wenn du noch einen Kompromiss eingehst, aber in erster Linie halte fest an dem, was du dir vorgenommen hast. Denn wenn wir uns recht entsinnen, endete die Wochenlegung mit der Karte der Sonne, der höchsten Lenormand-Karte, die für Glück, Erfolg, ja und einfach, ja, Glück in großer Menge. Und schaut euch an, was haben wir hier? Wir haben in dieser Spontanlegung jetzt als Ausgangskarte wieder die emotionale oder materielle Fülle. Also ich denke, irgendetwas kommt hier auf uns zu, was wirklich eine besondere, ja, was diese besondere Woche unterstreicht. Also irgendwas ist hier im Gange, was unser Leben, zumindest bei dem einen oder anderen, auf den dieses Orakel hier zutrifft, was dieses Leben ganz entscheidend verändern wird, aber auf jeden Fall positiv verändern wird. Auch wenn man vielleicht dieses jetzt noch nicht 100% erkennt, aber ich denke, das ist eine Phase, die uns ganz viel Veränderung, ganz viel Glück bringen wird. Und ja, das sollten wir einfach genießen. Eine große Überraschung, eine wundervolle Überraschung wartet auf dich. Alleine dieses Gefühl zu wissen, da kommt so viel Wunderbares eigentlich auf uns zu. Das ist so eine Aussage, wo man eigentlich so, ja, so befreit in die Zukunft schauen kann und wo man sagt, ja gut, vielleicht muss ich noch Kompromisse eingehen, aber das ändert nichts an meiner Entscheidungsfreiheit. Das heißt, ich gehe trotzdem den Weg, den ich mir vorgenommen habe. Vielleicht ist der Kompromiss, dass man sagt, gut, das geht jetzt nicht alles von heute auf morgen, aber ich behalte es im Auge. Ich gehe diesen Weg, den ich mir jetzt vorgenommen habe. Und das ist, denke ich, schon sehr schön zu wissen. Wir haben hier noch das Herz. Wir haben die Routen. Wir haben ein Gegenüber. Wir haben die Wolken. Wir haben den Schlüssel. Wir haben den Anker, wir haben die Mäuse und wir haben das Buch. So, und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sehen wir, dass es im Grunde genommen auch angelehnt ist wieder an partnerschaftlichen Problemen, oder aber auch an beruflichen Problemen. Man kann es jetzt von mehreren Seiten betrachten. In der Partnerschaft
erkenne ich, dass sich da eine neue Tür öffnet. Es wird mit Sicherheit zu einer Veränderung in der Partnerschaft kommen. Es erschließt sich etwas Neues. Ein neues Kapitel wird in deinem Leben in Bezug auf Partnerschaften, sofern du in einer Partnerschaft bist, wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Es kommt zu emotionalen Veränderungen. Du kommst raus aus dem Kummer. Du kommst in die Klarheit. Auch wiederum mit Diskussionen, mit Streitgesprächen. Aber du schaffst es, wieder vor Anker zu gehen. Das heißt, du findest wieder deinen Hafen, wo du sagst, hier komme ich jetzt zur Ruhe. Da sind wir bei der Entscheidung. Du triffst diese Entscheidung mit Sicherheit, dass es aus welchen Gründen auch immer ein neues Kapitel bedarf, um deinen Weg, deinen eigenen Weg zu finden und wirklich den Weg zu gehen, den du dir schon immer erträumt hast. Du bist im Kummer, du bist nicht mehr glücklich. Da liegt Kummer auf deiner Partnerschaft. Deshalb muss ich hier eine neue Tür öffnen, damit du rauskommst aus dem Kummer, wieder die Wolken, das Düstere hinter dir lassen kannst, nach vorne schauen kannst. Und sehen wir das Ganze jetzt nicht nur auf die Partnerschaft bezogen, sondern auf den Beruf, dann kann man auch das umsetzen, indem man sagt, es wird eine Veränderung in deinem Berufsumfeld geben. Du bist auch im Beruf nicht mehr glücklich. Die Leidenschaft für das, was du mal angefangen hast, ist nicht mehr da. Auch finanziell sehnst du dich nach mehr im Beruf und wirst deshalb auch hier ein neues Kapitel beginnen. Das heißt, das kann auch sein durch Weiterbildung, durch Fortbildung. Es wird ein Vorgesetzter für dich wichtig, der dir mit Sicherheit hilfreich zur Seite steht. Und du kommst damit auch in die materielle Fülle in deinem Beruf. Auch wenn da derzeit noch das alles so ein bisschen verdunkelt ist, noch nicht die Klarheit da ist, die du brauchst und es auch noch zu Auseinandersetzungen kommen kann. Das heißt, wenn du in deinem jetzigen Beruf sagst, ich bin hier auf einer Stelle und komme nicht vorwärts und ein Vorgesetzter bietet dir an, dich mit Fortbildung weiterzubringen, weiterzubilden, dann schaffst du es auch natürlich in diese materielle Fülle zu kommen und bist dann wieder voller Herz bei der neuen Sache. Das heißt, egal was, natürlich ist hier vielleicht auch ein Kompromiss notwendig, nämlich zu sagen, okay, ich bilde mich jetzt weiter, aber dann möchte ich auch mit Sicherheit wieder etwas tun, was mir Freude bereitet, wo ich mit Herz dabei bin und wo ich auch diese materielle Anerkennung bekomme und sagen kann, jetzt bin ich wieder angekommen, jetzt hat der Kummer ein Ende, jetzt schaue ich in die Klarheit und bin rundherum zufrieden. Dieser Kompromiss würde im beruflichen Bereich sicher aktuell werden und gefragt sein. Aber wenn du diesen Weg, ob jetzt, wie gesagt, es hatten sich jetzt zwei Dinge geöffnet, entweder die Partnerschaft oder der berufliche Bereich, egal welcher Bereich da auf dich persönlich jetzt zutrifft. Fakt ist, du wirst in Ruhe, in Harmonie kommen. Die Verwicklungen, die Verstrickungen, die dich belastet haben, die haben dann auch ein Ende. Und
Du kommst in diese Veränderung, in diese positive Veränderung, die hier sich darstellt, und ins Glück. Und das Ganze setzt sich jetzt in Bewegung. Also triff deine Entscheidungen, nutze die Freiheit, deine Entscheidungen treffen zu können, und hoffe und vertraue auf diese wunderbare Überraschung und diese Liebe, die sich dir darstellt, egal in welcher Form. Die Liebe, wie schon gesagt, muss nicht immer zu einem Gegenüber sein. Du kannst dein Zuhause lieben, du kannst dein Haustier lieben, du kannst deine Kinder von Herzen lieben, du kannst deine Geschwister, deine Freunde lieben, egal wen. Aber du verzauberst durch dein Sein. Und das ist so eine tolle Spontanlegung, dass ich glücklich bin, euch diese heute hier ja, weitergetragen zu haben, weil mir das Universum da auch wieder unterstützend zur Seite gestanden hat und mir die richtigen Worte, die richtigen Eingebungen immer wieder zur Verfügung stellt, sodass ich eigentlich nur derjenige bin, der das verlauten lässt. Und damit wünsche ich euch alles, alles Gute. Hoffe, dass der eine oder andere da wirklich in diese wundervolle Überraschung kommt und sagen kann, ey, das war so super, es hat auf mich total gestimmt. Ich drücke euch die Daumen. Alles Liebe, bis bald.